Hallo, Assalamu Also ich, am Samstag durfte ich an einem sehr interessanten Parteitag teilnehmen in Bayern, Landesparteitag der Bayerischen Linken. Ich war Delegierter für meinen Kreisverband und ich war hocherfreut, endlich mal einen unvergifteten, konstruktiven Parteitag zu erleben, wo es eigentlich um Sachfragen ging und weniger um Profilierungsfragen einzelner. Es war ein wirklich toller Parteitag. Ich konnte leider nicht bis zum Schluss teilnehmen, da er in Kulmbach stattfand und die Zugfahrt doch etliche Stunden in Anspruch genommen hat. Ich hoffe, das nächste Mal wird er woanders stattfinden. Aber der Parteitag selbst war großartig. Die Rede von Sahra Wagenknecht hat die Delegierten begeistert. Standing Ovations, minutenlang. Man hat ein klares Signal gesetzt gegen die Counter-Reality, die Massenmedien versuchen zu verbreiten. Sahra Wagenknecht hat den absoluten Rückhalt der Basis und nicht etwa irgendwelche Spinner, die sich der deutschen Staatsdoktrin unterwerfen wollen oder rot-grünen Regierungsbedingungen. Die Opportunisten, wenn sie so gerne mit SPD und Grünen regieren wollen, dann sollen sie doch gefälligst zu SPD und Grünen gehen. Natürlich werden sie dann keine Minister. Das wissen sie auch, denn sie haben keine Mitgift. Sie würden gern unsere Partei als Mitgift für Ministerposten in eine rot-rot-grüne Koalition mit einbringen und so eine Sache würde ich doch ganz gerne doch vermeiden. Unsere Aufgabe, das habe ich auch zur Presse gesagt auf dem Parteitag, unsere Positionen auf Seite der Mehrheit der Bevölkerung, auf der Seite der Hartz-IV-Empfänger und vor allem auch auf derjenigen, der Seite derjenigen, die Krieg als Mittel der Politik ablehnen. Und wir lassen uns nicht auseinander dividieren und wir lassen uns auch nicht instrumentalisieren im Interesse derjenigen, die den Parteivorsitzenden am liebsten demontieren würden und selbst einen Fraktionsvorsitzenden installieren würden. Diejenigen, die ich meine, die wissen schon, dass sie gemeint sind. Jedenfalls Sahra Wagenknecht hat den Rückhalt der Basis. Und nicht irgendwelche Leute, die meinen, die Gaza-Flottille oder die junge Welt oder Fidel Castro beim Mauerbau und so weiter. Seien irgendwie ein Grund, warum wir uns auseinander dividieren lassen sollten und warum wir uns unterwerfen sollten unter die Staatsdoktrin und die Geschichtsfälschung, die über die DDR verbreitet wird und über den Mauerbau, die Schuld des Westens und der Profit des Westens durch den Mauerbau sollten nicht vergessen werden und sollte auch nicht vergessen werden, dass diese Mauer einen Krieg verhindert hat. Libyen zum Beispiel hat keine Mauer und Libyen wird bombardiert von der NATO. Rassistische Söldnerhorden, bezahlt von der NATO mit Geld, mit eingefrorenem libyschen Geld, das dem libyschen Volk gehört, begehen ethnische Säuberungen gegen das schwarze Drittel der Bevölkerung in Libyen. Ganze Dörfer werden ausradiert, die Tuareg Stämme haben sich zusammengeschlossen und kommen nach Libyen, um die Ratten zu bekämpfen.
denn ihre Angehörigen wurden dahin gemetzelt. Ebenso. Leute aus Niger kommen, der irakische Widerstand ist da. Al-Dhuri erklärt die volle Unterstützung und gemeinsam mit dem libyschen Volk wird es den Völkern der Welt gelingen und dem Widerstand auf der ganzen Welt die NATO zu besiegen. Und wir können einen Anteil daran haben. Wir sollten hier dazu beitragen, die Kampfkraft der NATO zu schwächen, ihren politischen Rückhalt in der Bevölkerung für diese verbrecherischen Angriffskriege weiter minimieren. Wir sollten klar machen, dass wir ihre Lügen nicht mehr glauben, die sie über die Massenmedien verbreiten. Wir sollten keine Grünen mehr wählen. Wer die Grünen wählt, der wählt eine Partei, die blutrünstiger und kriegsgeiler ist als ein Westerwelle und ihm das auch noch vorwirft. Ja, erinnern wir uns. Die Grünen haben vor kurzem dem Westerwelle quasi vorgeworfen, dass er nicht blutrünstig genug ist, dass er nicht brutal genug am Krieg gegen Libyen teilnimmt. Die Grünen rufen auf zum Verfassungsbruch, zum offenen Verfassungsbruch. Der Versteckte läuft ja schon. Na, Deutschland ist beteiligt. 103 Soldaten haben sie zugegeben von den Kommandospezialkräften, dass sie teilnehmen. Wir entlasten die NATO dort mit Truppen und Flugzeugen, wo welche abgezogen wurden, um das libysche Volk zu massakrieren. 100.000 Libyer sind tot. Und jeder von uns kann einen Beitrag leisten, dem Widerstand dort und in aller Welt zu helfen. Die venezuelanische Regierung hat nicht nur eine eigene Webseite für Widerstandsmeldungen gegen diese Propagandamatrix, die auch in Deutschland von den Massenmedien verbreitet wird, zu durchbrechen. Die Reporter von Telesur waren monatelang in Libyen und konnten alles, die gesamten Geschehnisse mitverfolgen und jetzt sind sie zurück und jetzt werden sie ihr Material senden und all die Wahrheit komplett aussprechen über die Verbrechen der NATO und ihrer Söldnerratten. Dürfen nicht vergessen, dass das Letzte, was diese Rebellen libysch gemacht hat, ermordet wurde. General Yunis, der militärische Anführer dieser Rebellen, wurde von ihnen umgebracht, weil er nicht bereit war, bei dem Genozid, das geplant war und von dem erfahren hat, dass seine Truppen daran teilnehmen. Er wollte das nicht. Er war ein Verräter. Okay, er war ein Verräter, aber er war kein genozidaler Massenmörder, wie die anderen, wie JJ, wie man das Duo nennt, JJ, Jabril und Jalil, die Hunde des Krieges, der NATO-Massenmörder. Und wir sollten einen Anteil am Widerstand haben. Ich rufe hiermit zur Straftat auf. Ich rufe alle Soldaten auf, Befehle zu verweigern, die gegen das bundesdeutsche Strafgesetzbuch, gegen das Grundgesetz und das Völkerrecht verstoßen. Ich rufe alle auf, Operationen zu sabotieren und die Verantwortlichen anzuzeigen. Operationen von deutschem Boden aus gegen das libysche Volk müssen mit aller Entschiedenheit bekämpft werden. Und ja, dies ist ein Aufruf zur Straftat. Diese Straftat, also man wird es als Straftat auslegen. In Wirklichkeit ist es die Verteidigung des Rechts. Ich rufe auf zur Verteidigung des Rechts, das die herrschende Klasse als Straftat deklarieren wird. Und ich möchte nicht, dass unsere Soldaten weiterhin an Massenmorden gegen das afghanische und das libysche Volk beteiligt sind. Wir sollten das torpedieren, wo das nur geht. Wir sollten Sand ins Getriebe streuen, wenn das möglich ist.
Wir sollten Diskussionen in die Bundeswehr und in die NATO hineintragen, ob und wie diese Maßnahmen der globalen Mörderbande NATO und ihrer Auftraggeber verhindert werden können. Wir müssen handeln. Es gibt viele Leute in Deutschland, weil die Massenorganisationen versagt haben, auch meine Partei hat versagt. Wir rufen nicht zu Widerstandsaktionen auf, wir machen noch nicht mal Proteste, wir machen, also von einzelnen Kreisverbänden mal abgesehen, wir schweigen im Wesentlichen zu dem Thema, wir sagen nur, dass wir dagegen diesen Krieg sind, auch von diesen leeren Phrasen hat niemand was. Unsere Losung muss nicht nur heißen, kein Krieg oder kein Krieg für Öl, sondern unsere Losung muss heißen, Solidarität mit dem Widerstand. Denn der Krieg ist bereits am Laufen und dieser Krieg ist nicht nur ein Krieg gegen Libyen. Dieser Krieg ist ein Krieg gegen dich. Es ist ein Krieg gegen dich. Denn es sind dieselben, die die Politiker dazu anheizen, weiteren Sozial- und Demokratieraub zu betreiben. Es sind dieselben, die die Lohnspirale nach unten drehen und die anderen Völker massakrieren für geostrategische Interessen, für Profit und für die Kontrolle der Ressourcen. Es sind dieselben Leute und ihr erster Gegner ist Libyen, aber ihr Endziel, das steigert sich. Jugoslawien, Irak, Syrien, Libyen, Angola, Elfenbeinküste. Wenn eins auffällt, dann ist es das, was diese Länder alle verbindet, sind besonders enge Beziehungen politischer Art und oft auch ökonomischer Art zu Russland und China. Die eigentlichen Gegner dieses Krieges, den die NATO treffen will, das sind Russland und China. Und ich nehme mit Freude zur Kenntnis, dass die russische Nomenklatura bald wieder von Präsident Putin angeführt wird. Und nicht mehr von diesem Weichei Medvedev, der einer, der eine Manipulation nicht mal sieht, wenn er, was weiß ich, wenn sie vor ihm steht. Man weiß auch nicht genau, also bei Sarkozy kann man relativ sicher sein, dass er gar kein französischer Präsident ist. Er ist vielleicht der Präsident Frankreichs, aber er ist kein Präsident, der französische Interessen repräsentiert. Genauso wenig wie Medvedev in dem Libyen-Konflikt russische Interessen gewahrt hat. Er hat andere Interessen gewahrt und das ist eine Politik, die ein Wladimir Putin niemals so durchgezogen hätte. Also Putin und Medvedev gleichzusetzen ist auch nicht richtig. Was immer man von ihnen halten möchte. Und es ist sehr interessant, dass die ganzen Bürgerlichen und Grünen, die immer vom Menschenrechte und bla bla blub, ja, das Menschenrecht auf Leben interessiert sie einen Scheißdreck. Sie sind für die Bombardierung Libyens gewesen. Sie haben heimlich mitgemacht bei der Ermordung von Millionen von Irakern. Und diese sogenannten Menschenrechtler, die sind überhaupt nicht so entsetzt über Medvedev gewesen. Die sind jetzt eher entsetzt, dass Putin zurückkommt. Und ich sag, das ist gut so. Und diese verlogene Bande von Grünen und linksliberalen Kriegstreibern, die sind nicht besser als diese faschistoiden Neokons. Die sind, sie ziehen sich nur anders an und es sind Leute, die unseren Widerstand verdienen und nicht unsere Kooperationsbereitschaft. Es lebe der Widerstand.